Dass ich die Artis gut finde bei Armored Warfare, ist mittlerweile wirklich kein Geheimnis mehr. Und dementsprechend heute mal die 2S1 Quostica, eine Tier 4 Arti vom Tech Tree Wölfli. Das Arti-System und die Arti-Ansicht und alles von der Arti mag ich. Das haben sie bei Obsidian bzw. Mycom wirklich gut angestellt. Wir gucken mal, wie die Quostica so in der Historie war. Diese selbstfahrende Haubitze aus der Sowjetära ist berühmt für ihre Fähigkeit, auch in schwierigem Terrain operativ zu bleiben und ist mit einer 122mm 2A18 Kanone ausgerüstet. Das Modell 2S1 wurde zwischen 1971 und 1991 produziert und ist bis heute im Einsatz. Dieses Fahrzeug hat Kampfoperationen in Osteuropa, Nordafrika, Westasien und Zentralasien erlebt. Ja, der Schaden 198, natürlich Durchschlag typisch für eine Arti. Der anhaltende Schaden geht und der Schutz so gut wie nicht vorhanden mit 585 HP. Wobei die Wanne Front, Seite und Heck immer noch besser ist als beim Zalo S zum Beispiel. Nur mal das am Rande. Höchstgeschwindigkeit 59,4, also man kann auch doch eventuell mal die Position ändern. Ja, jetzt aber bin ich geil darauf, die zu spielen. Also schauen wir sie uns direkt im Kampf an. Wobei eine Sache vielleicht noch gesagt, das wollte ich nicht zeigen, sondern die Upgrades, genau. Ihr seht, ich spiele sie komplett Stock, das am Rande mal erwähnt. Also schauen wir doch mal, wie dich so Stock sich schlägt. Hafensturm heißt die Karte, die wir hier bekommen haben. Wir haben zwei Artis, die Gegner haben logischerweise auch zwei Artis. Also hier sollte für jeden was dabei sein. Hafensturm kann ein Fluch für eine Arti sein, aber auch ein Segen. Teilweise checkt es der Gegner nicht, dann bleibt er nämlich gerne lang hier oben auf dieser Straße stehen. Da kann man auch wunderbar drauf aimen, aber manchmal ist es auch genau andersrum. Gerne würde ich hier auch die Artis am Anfang ein bisschen countern. Macht immer sehr viel Spaß und funktioniert eigentlich ganz gut, aber sobald natürlich ein Gegner irgendwo eine Seite rusht oder dominiert, da muss man halt dann einfach dementsprechend auf die Panzer schießen. Ja, weit muss ich nicht fahren, beziehungsweise man muss sich jetzt nicht so großartige Gedanken machen, wo versteckt man sich mit so einer Arti, weil man ist ja eh immer in der Regel offen, beziehungsweise zumindest weiß man als Gegner, wo ist denn die Arti. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt hier jetzt mittlerweile der vierte Anlauf in dem Video. Kann man ja auch mal dazu sagen, dass das nicht immer so ist, mal schnell aufgenommen und dann weiter. Sondern der vierte Anlauf liegt daran, weil ich echt nach wie vor in diesem Spiel unglaublich viele zweistellige zu 0 Gefechte habe. Also 11 zu 0, 12 zu 0, 13 zu 0. Das kenne ich so extrem nur aus Armored Warfare. Yep, der lief gut. Ziel zerstört. So, man sieht die Gegner Arti countert gleich ordentlich. Und auch da schießt man nochmal rein. Ich glaube, dass die Artis hier sehr, sehr darauf sind, mich zu countern. Ja. Aber das können wir auch. Und dementsprechend schießt man da jetzt einfach mal. Ja, der war auch ein schöner Treffer. Das habe ich dir jetzt so leicht nicht gemacht. Und ihr seht, die Arti, dieses Mal achtet die Arti sehr, sehr stark auf mich. Das ist nicht in jedem Gefecht so. Dementsprechend machen wir das auch mal. Ich fahre jetzt nochmal ein Stück zurück, dass ich dann die Vorwärtsgeschwindigkeit habe. Die ist nämlich leichter und besser als die rückwärtige. Die Arti verzieht sich hier gleich. Die hat eine gute Stelle. Ich warte auf die andere. Traut sich aber nicht mehr zu schießen. Mich würde interessieren, ob die auch meine Jungs so stark oder meine andere Art, die so fokussieren wie mich, oder ob ich einfach nur gerade ein gutes Ziel abgebe.
So, jetzt schießen wir da einfach mal drauf. Aber in dem Fall nicht getroffen. So. Er fliegt und trifft. Das ist natürlich das unglaublich langweiligste Arte-Spielen, dass man immer so auf die Gegnerarte geht, aber das ist wichtig. Damit macht man es seinem Team ein bisschen leichter, weil die Artis so natürlich auch selber auf die eigene Arte, also in dem Fall auf mich, schießen. Nee, die hat nicht getroffen, der Schuss. Aber die Artis schießen schon nicht mehr auf mich, deswegen unterstütze ich mal hier. Komm schon. Ah, ich glaube, der wird nix, ja, in der Tat. Da komme ich nicht drauf. Auf das Starship würde ich drauf kommen. Oder auf dich. Mal schauen, ob der doch klappt. Aber nein, der hat nicht getroffen. Die andere versteckt sich da immer sofort hinter ihrem Häuschen. Der macht das natürlich gut. Nee, die sind alle. Das ist halt der Fluch, was ich meinte bei dieser Karte. Dass die eben nicht so leicht treffbar sind. Und die Gegner-Arti macht es mir jetzt auch schon schwieriger als noch zuvor. Aber es soll ja auch nicht zu leicht sein. Wäre ja sonst Fahrt, gell? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wenigstens mal wieder ein Hit. Und jetzt wird sich die Gegner-AT orientieren sich bestimmt auf unsere Mates. Ja, der ist weg. Ja, und jetzt sind die Gegner nämlich auch so gut wie zerstört. Und jetzt konzentrieren sich die 100% nicht mehr auf mich. Komm schon, bleib, bleib, bleib. Ach, gibt's doch nicht. Habe ich das Haus da im Weg? Ich habe das Haus im Weg. Alles nicht wahr. Ja, da komme ich auf den ums Verrecken nicht drauf. Ich gehe jetzt in den Nahkampf. Oder ich schieße noch auf die AT. Dann gehe ich halt da in den Nahkampf. Ist mir egal. Komme ich da nicht mal auf den drauf?
So, die eine Arti, die sich da hinten immer noch auf ihrem Spot versteckt. Und OF40. So, wo ist der? Ja, aber wenigstens habe ich ihn noch getroffen. War mir natürlich klar, dass der auf dem Weg zu mir ist. Boah, 600er, 3 Hit. War jetzt natürlich vom Schaden her nicht vielleicht die Runde, wo man sagt, bei der Arti hat mich am meisten Schaden gemacht. Aber man hat so ein bisschen das Arti-Gameplay gesehen, auf die anderen Artis zu achten, auf das Team zu achten und immer so ein bisschen da dran zu sein. Nun ist auch das Game rum und gewonnen. In dem Fall nur ein 7 zu 0, muss man ja schon fast sagen. Da schauen wir doch mal, was wir da machen konnten. Und ich habe wenigstens einen Zerstörung verbuchen können. Hoffe, das konnte auch mal ein bisschen was für die Credits oder beziehungsweise für die XP bringen. So, 715 Schaden, also wirklich nicht viel. Das darf man ganz klar sagen. Und da bin ich auch nicht böse. 3 Assists, ein Kill. Aber ich gehe so weit zu sagen, auch wenn es nicht das beste Gameplay war, ohne Frage nicht das beste Gameplay, dass ich den Gegner so stark nerven konnte und dementsprechend damit mein Team unterstützen konnte. Das ist ein vielleicht doch eher typischer Arti Gameplay gewesen. Trotzdem hoffe ich, dass es gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.